Das sind Seat Attica 2020. Stellvertretend für eine ganz große Anzahl an Fahrzeugen haben wir hier jetzt mal 6 Stück hingestellt. Ja, nee, stimmt gar nicht, es sind 5. Aber es sind 4x Attica FR. Das ist die Sportversion, 150 PS. Und ja, eine ganz tolle Ausstattung. Und wir haben einen Excellence mal zum Vergleich. Aber es geht heute um den Seat Attica FR. Und hier ist er, der Marc Zirl. Grüß dich, Marc. Ja, Sven, grüß dich, servus. Du hast erwartet, dass ich auf den Kollegen schwenke, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Genau, du bist der Philipp? Ich bin der Philipp, hallo, ja. Nachname? Genau, Philipp Weller. Philipp Weller, dich kennt man gar nicht hier, denn du bist normalerweise in Savellingen. Genau, das erste Mal, dass ich hier ein Video mitdrehen darf. Normalerweise bin ich in Savellingen, in unserem Autohaus, aber heute springe ich für meinen Verkaufser, den Herr Scheer, ein. Ja, was Schönes, wenn du den Leuten mal erklärst, wir sind im Saarland, hier fängt alles mit Saar an, Saarlouis, Saarwellingen, die Saar. Ist das weit weg von hier? Nee, also wir sind jetzt räumlich gesehen 10 Kilometer getrennt. Das Saarwellingen war unser Stammautohaus. Jetzt haben wir hier einen zusätzlichen Standort. Ist natürlich super, dass wir dann wirklich so nah beieinander sind. Da kann man auch mit den Kunden mal ein bisschen rumjonglieren, weil wir natürlich jetzt hier unten in Saarwellingen noch Autos stehen haben. Also das passt, das ist super. Ja, vielen Dank, Philipp. Erstes Video. Das ist das Angebot. Ein Seat Attica FR, Modelljahr 2020. Aktuelle neue Modelle. Da war kein Vorbesitzer drauf, ist keine Tageszulassung. 150 PS, ja, für 279 Euro. Das Besondere ist, es ist inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, für die Dauer bis Jahresende wird es noch mal billiger. Das heißt, die Mehrwertsteuer geht noch mal runter. Ja, und auch keine Anzahlung, keine Restzahlung. Über die Überführungskosten werden wir uns gleich mal unterhalten. Das ist ein tolles Auto. Ja, das ist ein perfekter SUV. Und wie du schon sagtest, die 19%, wir weisen absolut die 19% aus, denn im Leasing zählen ab dem 01.01.2021 wieder die 19%. Und in der Zeit dazwischen, also wenn man das Auto nächste Woche kauft, bezahlt man die nächsten 6 Monate die 16% und das wird von der Leasing dann als Gutschrift sofort verrechnet. Ja, es sind roundabout 7 Euro, aber das ist... Ja gut, es ist keine halbe Tankfüllung, aber es sind 7 Euro, ja, ungefähr. Beim Leasing sind es 7 Euro, genau. Ungefähr, also Sie können das ja nochmal ausrechnen. Wir haben verschiedene Farben hier. Wir haben jetzt mal ganz bewusst auf der rechten Seite nochmal ein Excellence hingestellt, dass wir den Unterschied sehen. FR ist die sportlichste Ausstattungsvariante, Philipp. Genau, das ist unsere Sportvariante. FR heißt Formula Racing, ein bisschen schwierig auszusprechen, aber das ist halt auch jetzt von der Serienausstattung, die schon drin ist, halt mit unser Renner hier. Und dementsprechend haben wir da auch immer, zumindest versuchen wir dort dann immer eine große Auswahl zu haben. Und das ist uns jetzt gerade hier auch, wie man sehen kann, sehr gut gelungen. Ja, es ist ein ganz neues Auto. Ich sag mal, ja, vielleicht nicht ganz so neu, aber als SUV ist der neueste der ganz lange, richtig? Der neueste Tarraco. Ganz lange ist der Tarraco, das ist der große Bruder von diesem Attica und der ist dann noch einmal eine Tick größer und auch siebensitzer fähig. Genau, das wollen aber viele gar nicht. Das wollen viele nicht, also das hier ist unser verkaufsstärkster SUV und wir haben jetzt in den nächsten 4 Wochen 27 Stück im Anmarsch und somit ist für jeden Kunden, der da zeitnah sich entscheidet, auch kurzfristig in der 16% Mehrwertsteuergeschichte ein Fahrzeug verfügbar. So, ich zeig mal ganz kurz, da ist eine Maschine drin. Die Verbrauchswerte bei 150 PS, da braucht man sich nicht zu verstecken. Das heißt, der verbraucht gerade mal DSG. Das ist jetzt ein Automatikgetriebe, 5,4 Liter kombiniert. Kraftstoffverbrauch, das Ganze natürlich super bleifrei. 5,4 Liter und hat eine CO2-Effizienzklasse von B. Das ist als Benziner quasi, wenn man sich mal überlegt, das Ganze vor 10 Jahren 5,4 Liter bei 150 PS ausgewiesen. Das ist schon ein Hammer, oder? Das ist der absolute Hammer. Und selbst der Schalter liegt nur mit 0,1 Liter über dem Automatikgetriebe. Aber hier sieht man nochmal, dass die heutige Automatik so wirtschaftlich ist, dass die sogar spritsparender fährt, wie man das mit Schalter machen kann. Von der Wirtschaftlichkeit her haben wir hier den 150 PS ACT-Motor. Du hast schon angesprochen, der ACT-Motor ist ein Zylinderabschalter. Der hat eine Zylinderabschaltung, sprich im Schubbetrieb auf der Autobahn oder im Stau oder am Stand an der Ampel schaltet er 2 Zylinder ab und läuft quasi dann anstatt auf 4 nur noch auf 2 Zylindern. Genau, spart Sprit. Spart immer CO2-Emissionen und man merkt davon nichts. Wenn man die Leistung braucht, tritt man drauf und der ist direkt wieder da.
So, wichtiger Hinweis, das Automatikgetriebe kostet im Monat 10 Euro mehr brutto, inklusive 19% Mehrwertsteuer, natürlich angepasst. Es gibt auch ein paar Extras wie ein Schiebedach, aber wir reden jetzt von den Autos, die jetzt kommen. Da gibt es eine ganz große Auswahl. Ihr kennt schon alle Modellvarianten, die jetzt kommen? Ja, wir haben also die Farbpalette jetzt hier aufgeführt. Was noch fehlt, ist Weiß. Weiß kommt auch noch, ist auch noch verfügbar dann. Dann haben wir mit Blackline Edition oder halt die normalen silbernen Felgen, je nachdem, wie die einem gefallen. Aber diese Autos sind alle so ausgestattet, wie sie jetzt hier stehen, und da lässt im Prinzip kein Kundenwunsch offen. Wir gehen hier auf die Mehrheit der Kundenfahrzeuge, also auf die Kundenbestellungen ein und bestellen die Lagerfahrzeuge so, wie die Kunden die am meisten kaufen. Und wir haben natürlich dann auch das ein oder andere Auto dabei mit einem Panoramaglasdach, wenn da ein Kunde noch ein Panoramaglasdach möchte. So, das ist dann ein bisschen teurer, aber nicht viel. So, im Preis enthalten sind 10.000 Kilometer pro Jahr. Aber man braucht keine Angst haben, wenn man mehr fährt. Entweder sagt man es vorher oder man kann es nachher abbrechen. Das ist auch nicht so teuer, oder? Nee, also das ist immer ganz wichtig. Wir können das individuell auf jeden Kunden anpassen. Das heißt, es geht natürlich dann ab 10.000 los, dann in 2.500er Schritten. Pro Schritt kann man rechnen, so etwa 8 Euro mehr, wie gesagt. Im Monat? Echt? Im Monat? Ja, ja. Okay, das heißt zum Beispiel, ich fahre jetzt statt 10.000, 20.000 zahle ich nicht das Doppelte. Ich zahle nur ein kleines bisschen mehr. Genau, also wir sind jetzt beim Doppelten. Das heißt, ich habe ja dann, wenn ich es jetzt mal wirklich von 10 auf 20 rechnen würde, dann wäre man bei 4x7, 4x8 rund 30 Euro mehr. Also das ist, wenn ich dann auch wirklich doppelt so viel fahre, nur ein kleiner Aufpreis. Ich habe 80.000 Kilometer statt 40.000 in den 48 Monaten gefahren. Das ist ja schon was, ja. Genau. Und vor allen Dingen, Sven, darf man nicht vergessen, das ist ja bei uns bekannt, die Rückgabe läuft über uns. Und wir passen den Wert natürlich so an, dass es nachher nicht eine böse Überraschung gibt und dass wie sagt man dann, dieses Ende erst naht, wenn der Auto zurückgeht. Das ist ja häufig der Fall bei Leasing und das ist bei uns nicht so, also das wird individuell angepasst. Ne? Ja, es ist ein unglaublich erfolgreiches Auto, A, weil es etwas höher ist, das heißt von der Sitzposition, es ist ein echter SUV, er hat aber Zweiradantrieb, das heißt die Achsen sind frontgetrieben. Genau, also wir reden ja hier über die 150 PS Varianten und die sind frontgetrieben. Wir bewegen uns hier in der Kompaktklasse, wenn man das möchte. Also ich meine, man kann natürlich auch individuell bestellen. Es gäbe auch die Allrad-Varianten, das ist möglich. Die Autos, die wir jetzt hier haben, sind vorwiegend aber Fronttriebler. Ja, man sieht das schon, es sind also wirklich viele Extras mit drin. Die Leichtmetallfelgen sind immer mit drin. Das ist eine ordentliche Bereifung, die hier mit drin ist. Das steht im Auto gut, die Bereifung? Ja, aber natürlich. Also ich meine, ich bin serienmäßig auf 18 Zoll. Ja, das ist ja schon mal bei so einem Auto, wenn ich da jetzt mit 16 Zoll rumfahren würde. Also das macht schon einiges aus. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Ja, ich meine, ich habe LED-Scheinwerfer im Auto drin. Ich habe zum Beispiel die Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert. Ich habe hier unten Spoiler, die auch noch silber lackiert sind. Das sieht total klasse aus. Mhm. Ich habe hier vorne den Spoiler hier, der ist in Wagenfarbe lackiert. Full LED bedeutet, ich habe ein ganz hervorragendes Licht. Genau. Sehr, sehr viel heller, als man das von Halogen gewohnt ist, kegelförmige Ausstrahlung. Und jetzt nicht nur die Ablendlichter, auch die Nebelscheinwerfer. Auch das ist LED. Also was will man mehr, ne? Wichtig ist praktisch, der Wiederverkaufswert ist enorm bei den Fahrzeugen. Die sportlichen Modelle, also man sollte nicht an der Ausstattung sparen. Das ist so, wenn ich das Auto später übernehmen möchte, geht das? Ja, natürlich. Also der Kunde hat die Wahl. Ich habe ein Rückgaberecht, ich habe einen Wert, der feststeht, ich kann das Auto zurückgeben. Oder ich sage, ich habe das Auto lieb gewonnen, ich will es behalten. Wie gesagt, ich kann die Restsumme weiterfinanzieren, einmalig ablösen. Auch hier können wir ganz individuell auf die Kundenwünsche eingehen. So, Marc, ich muss jetzt mal rechnen. Also 279 Euro, das sind roundabout etwa im Jahr 5x2, also etwa 12.000 Euro, sage ich jetzt mal. Kommt das ungefähr hin? Ja. Jetzt habe ich dich erwischt. Also roundabout. Ja, ja. 270? Genau, 5x 279. Nee, Quatsch, 10, sind 12. 270 sind 2.700. Sind 2.700, das sind in 4 Jahren 10.000 Euro, das wollte ich sagen. Ne? Das heißt, da wäre das Audi ja bezahlt. Nee, so viel ist es nicht. Ich zahle in 4 Jahren gerade mal 10.000 Euro. Genau. Fahr dafür einen nagelneuen FR. Ja. So, ein Auto, was Liste roundabout 35 kostet, oder? Ja, und teilweise sogar noch drüber. Ja. Wie geht das? Ja, wie geht das? Das geht durch Sonderangebote, in dem Fall, dass wir sagen, wir bestellen diese dementsprechende Masse, können dadurch eine vernünftige Preisstrategie fahren und können dann, sage ich mal, den Restwert nachher so anpassen, den wir dann auch garantiert übernehmen können, damit dass der Kunde nachher entscheiden kann, was macht er. Übernimmt das Auto, hat er die Restkaufsumme, die auf jeden Fall das Auto wert ist, sonst könnte ich den nicht ankaufen. Oder
gibt das Auto zurück und kauft zum Beispiel dann ein neues Modell oder ein anderes Modell, vielleicht dann den 7-Sitzer Tarraco. Also alles möglich. Ne? Also nochmal, ich kann ihn nach 4 Jahren zurückgeben, habe ein Auto für, ich sag mal, Liste 35, habe in der ganzen Zeit, sagen wir mal, 10.000, 12.000 Euro bezahlt, gib den hier ab und du hast das Problem. Es gibt kein Problem. Gut. Ich will den haben, auf jeden Fall. Also, wenn der Kunde ihn behalten will, logisch, da kriegt er das Auto. Das war gar kein Problem. Nach vier Jahren, du nimmst ihn mit Kusshand entgegen. Ja, mit Kusshand entgegen. Das ist unser bestes und meistverkauftes Auto in diesem Segment und da gibt es nichts Besseres. Das Problem ist ja, die Autos werden immer haltbarer. Das heißt also, so ein Fahrzeug nach 4 Jahren, der ist gerade mal eingefahren für dich. Ja, wenn wir hier von den 10.000 Kilometer ausgehen, ist er wirklich echt eingefahren. Und das Fahrzeug war ja dann lediglich zu einem Regelservice ohne Ölwechsel zweimal und zweimal zum Ölwechsel da. Das heißt, öfters habe ich dieses Auto ja gar nicht in der Werkstatt gesehen. Ja, das ist bei euch so, dass ich sag mal so, die Service-Intervallzeiten werden immer länger. Die Werkstatt verdient hier nicht mehr so viel Geld. Das heißt, die Hersteller haben sich angepasst auf diese Haltbarkeit von den Autos. Ist das in den letzten 10, 20 Jahren, das kann man nicht mehr vergleichen, was vor 20 Jahren gebaut wurde? Nee, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also als ich vor über 20 Jahren in dieser Automobilbranche angefangen habe, haben wir 10.000 Kilometer mit Inspektionen gemacht, mit Ventileinstellungen, mit allem drum und dran. Heute 30.000 alle 2 Jahre. Hier sehen wir dann die Verdreifachung von dem Ganzen. Und wenn ich dann sehe, was heute ein Durchschnittskunde fährt und wenn er 15.000 fährt, sehe ich ihn auch nur alle 2 Jahre. Und das merkt man natürlich schon. Und dann natürlich ganz klar die Haltbarkeit und die Qualität der Autos, die ist auf einem so hohen Stand, dass wir heute als Unternehmen wesentlich mehr Fahrzeuge verkaufen müssen, um die gleiche Werkstattauslastung zu haben wie früher. Jetzt ist ja das ganz große Thema Elektromobilität. Das heißt also, viele sagen vielleicht, ich nehme so ein Plug-in-Hybrid mit allem drum und dran. Hier habe ich den Vorteil, der Spritverbrauch ist sehr, sehr gering. Also wenn ich, es gab letztes Mal so eine Vergleichsrechnung, ab wann lohnt sich ein Elektroauto? Und die Autos sind auch, ich sag mal, unglaublich erprobt mittlerweile, Elektrofahrzeuge, also auch von Seat funktionieren. Das klappt auch hervorragend, da haben wir jetzt ein reines Elektrofahrzeug. Aber die Leute tendieren im Moment noch zu einem spritsparenden, ganz modernen Motor, der, ich sag mal, funktioniert. Das ist Hightech von Volkswagen, was da drin steckt, oder? Ja, das ist erstens absolute Hightech von Volkswagen. Und zweitens haben wir bei dieser Variante jetzt den Vorteil, dass wir kein Batteriesystem oder Antriebssystem ein weiteres mitschleppen müssen. Die Thematik besteht ja dahingehend bei den Hybridfahrzeugen, dass man wirklich nur diese Kurzstrecken mit diesem Elektroantrieb fahren kann. Und dann schaltet das Auto um auf Spritverbrauch und dann hat er automatisch höheren Spritverbrauch, wie wenn er diese Antriebstechnik nicht mit sich trägt. Und somit ist dieses Auto momentan bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 10.000 bis 15.000 Kilometer definitiv noch das Wirtschaftlichere. So ist es. Das heißt, wir sprechen von der neuesten Motorentechnologie, Euro 6D. Das ist die endgültige Norm. Die Autos sind nicht spritfressend, sondern wir reden hier über, ich sag mal, roundabout 5, 6 Liter, die so ein Auto verbraucht. Super bleifrei. Das ist bei der Gewichtsklasse, der wiegt roundabout 1.300, 14 Kilo. 1.450 rum, ja. Genau. So, und das ist alles dabei. Das heißt, die Leichtmetallfelgen sind dabei, das Full-LED-Licht ist dabei. Und wir gucken uns das gleich mal drinnen an, denn das geht drinnen nochmal weiter. Übrigens nochmal für den Fauxpas. Ihr habt natürlich recht, ich habe das jetzt pro Woche gerechnet, ja. Das ist aber, nee, die 2,79 sind im Monat. Ja, du hast mich da so überrascht. Ich habe auf einmal gedacht, was, weil du jetzt das Auto schon bar bezahle. Nein, nein. Aber Barzahle kann man ja natürlich auch. Also wenn ein Kunde das Auto nicht leasen möchte, Barzahlung, 16% Mehrwertsteuer gelte jetzt. Man hat also zu diesem super Angebot dann noch immer 3%, die wir auch weitergeben. So, das heißt also 2,79 mal 10 sind 2,790, also sind rund 3.000 Euro, sagen wir mal zwischen 13.000 und 14.000 Euro, die ich in 4 Jahren investiere. Ja. Service, was kommt da noch hinzu? Also wie gesagt, die zweimal, hier kann man natürlich bei uns auch individuelle Servicepakete abschließen, dann hat man das auch noch als Flatrate, egal ob Preiserhöhungen kommen oder sonstiges, es bleibt alles identisch und egal was drankommt. Ansonsten sind die individuell nachschaubar, wie die Fahrleistung dann ist. Ne? So, jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das innen aussieht. Das Fahrzeug hat 5 Sitzplätze. Es hat hinten einen variablen Kofferraum mit drin. Wir gucken uns erstmal den Motor an. Philipp, wenn du mal gerade so lieb bist, den mal öffnest. Von der Motorentechnik sind wir hier bei der Plattform, Motore, Fahrwerk, Elektronik, alles beim Tiguan. Das ist quasi der Bruder im VW-Konzern, der direkte. Tiguan Q3. Genau, Tiguan und dann natürlich von Audi der Q3. Das ist die Plattform und die Elektronik und der Motor.
Ja, ich habe mir erzählt, der Q3 wird sogar im Werk von Seat gebaut. Ja, das ist korrekt. Der Q3 wird in Martorell gebaut. Ja, vorne sieht man es auch, VW AG steht da drin. Überall, wo du hinguckst, steht das. An jedem Teil ist das mit drauf. Ne, egal wo, auch hier, ne, am kleinsten Schläuchelchen sieht man das. Also das ist komplette VW-Technik. Also nochmal, dort drin ist der gleiche Motor wie im Tiguan. Identisch? Identisch. So, das ist das gleiche Fahrgestell mit drin. Das ist die gleiche Basis. Genau, die Bremsen, so. Alles identisch. Vollkommen identisch. Vollkommen identisch. Boah, jetzt bin ich aber überrascht. Okay, das heißt also, für mehrere Marken baut Volkswagen eine Plattform. Die werden natürlich dann veredelt. Innen drin hat man die DNA einmal von Audi, einmal von Volkswagen, genau. Das ja auch ganz tolle Autos sind. Was spricht denn jetzt für Seat für dich? Ja gut, Seat, wir sind die sportlichste von allen Marken. Ja, also, ja gut, das sagt Audi aber auch. Ja, dann drücke ich es mal anders aus. Wir sind die sportlichste und lukrativste Marke vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Genau, das heißt, ich kriege relativ viel Auto fürs Geld. Ja. Jetzt gibt es ja Kunden, die sagen, ich schwöre auf Volkswagen. Also ich will unbedingt, dass da VW draufsteht. Was ist da jetzt eine Antwort für dich? Einer unserer Markenwerte ist einmal diese Erschwinglichkeit, die Sportlichkeit, die Zugänglichkeit. Ja. Und dann sollte man sich mal von unserer Qualität überzeugen, die wir mit Seat hier liefern. Und dann muss man einfach noch sagen, es gefällt einem dann der VW. Dann kommt es einfach auf den Geschmack an. Und dann glaube ich, dass wir definitiv noch die bessere Rate produzieren können. Und dann muss der Kunde entscheiden, was er macht. Aber so, guck dir mal die DNA von diesem Fahrzeug im Innenraum an, was wir hier an Sportlichkeit weiterbringen. Und dann guckst du dir mal den VW dementsprechend an. Und dann, ich glaube, ich sage Bilder mehr als Worte. Wenn ich auf Sportlichkeit stehe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte es gerne ein bisschen biederer haben. Ich selber, ich habe ja einen Vorteil, ich fahre ja auch selber ein VW. Also ich fahre ja jetzt ein T6, das hat... Wir arbeiten daran, ja. Ja, es gibt ja leider diesen Transporter, gibt es ja glaube ich nicht von... Nee, haben wir leider nicht. Aber ich muss sagen, ich liebe Volkswagen, weil einfach die Wertbeständigkeit von einem Volkswagen ist unglaublich. Das heißt also, man kann drauf gehen, ich habe jetzt so ein Auto, ich übernehme das anschließend, wenn ich es haben möchte, oder ich hole mir einfach einen neuen. Nochmal zum Thema Leasing. Es gibt ja viele, die sagen, ich will mein Auto gerne behalten. Jetzt habt ihr immer mehr Leasingkunden. Was sagst du denen denn? Also ich will es selber behalten. Ich will den Fahrzeugschein in der Hand haben, den Fahrzeugbrief. Gerne. Das ist ja nach der Vertragslaufzeit möglich. Und wir stellen uns da dem Kunden nicht quer. Der kann das Auto natürlich lieben, gerne übernehmen. Sicher. Kein Problem. Freigestellt. Das heißt, ist freigestellt. Ist freigestellt. Man muss ja auch immer sehen, was passiert in den nächsten 4 Jahren. Es gibt fast nichts Schnelleres als die Computer- und Handyindustrie, die ist noch schneller in der Entwicklung. Und dann folgt ja, glaube ich, drauf schon die Automobilindustrie. So, und wenn man dann sieht, in 4 Jahren wird es mit Sicherheit irgendein Auto geben, das dann noch immer einen Tick geiler ist. Und dann möchte der Kunde vielleicht das haben. Und dann ist er doch schon sicher, dass er den Restkaufpreissumme schon von uns gedeckelt bekommt und ist dann frei wie heute. Er kommt zu mir und kann kaufen, was ihm dann beliebt. Richtiges Kilometer-Leasing, das heißt, ich habe kein Restwertrisiko? Kein Restwertrisiko, weil dieser Restwert bei Vertragsabschluss schon feststeht. Wir machen eine Kilometerlaufleistung, da muss der Kunde ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, wie viele Kilometer fahre ich? Aber selbst wenn, also wir sprechen ja hier über, ich sag mal, eine Mehrzahlung von 800, 900 Euro, vielleicht ja. Am Schluss, wenn ich mehr gezahlt. Also, natürlich kann man das ja nicht zu 100% im Vorhinein sagen, das ist klar. Aber man kann ja zumindest einschätzen, okay, fahre ich jetzt 10, 15, 20.000 und anhand dieses Wertes wird dann der Restwert festgelegt. So, und wir gucken halt dann, wenn das Auto zurückgehen soll, ich meine, wenn man es übernimmt, ist es egal. Wenn es zurückgehen soll, gucken wir halt, ist die Kilometerzahl eingehalten und wenn nicht, wir haben noch Karenz, ja, wir können noch mit 2.500 Kilometer überziehen, ohne dass irgendwas mehr kostet. Ach so, ich kann am Ende 2.500 Kilometer genau. Mehr haben? Man kann noch überziehen, das ist eine Karenz, weil man ja eben nicht vorhin an 100% sagen kann, was passiert. Und auch dann für mehr Kilometer, da sind wir bei 9 Cent. Das ist 9 Cent pro Kilometer, das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Kilometer mehr fahren sollte, zahle ich am Ende 900 Euro. Ganz genau, ja. Gut, das jetzt mal ehrlich. Das wäre das Gleiche, wie wenn man es am Anfang gewusst hätte und hätte es auf die Leasingrate draufgerechnet. Achso, es wird später nicht teurer? Nein, auf keinen Fall. Gut, das ist gut. Ja, wenn du mal so lieb bis hinten aufmachst, das Besondere bei dem Fahrzeug ist die Variabilität. Habe ich das nicht schön gesagt? Das und hast du perfekt gesagt. Und hier sieht man schon den variablen Kofferraumboden. So ist er alltagstauglich, auch getränkekistentauglich. Also ich kann hier mehrere Kisten, egal ob Sprudel oder Stubbi, Philipp, wenn du mal gerade so lieb bist, dann mal Platz nimmst im Kofferraum. Und ruhig mal reinsetzen. Genau. Platz nehmen im Kofferraum. Ja, genau. Wenn du mal kurz reingehst, okay. Und dich mal gerade ein bisschen klein machst. Wir haben dich jetzt überfallen und hinten reingemacht. Oh. Und genau, ein klein wenig quer bitte. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Okay. Dann sieht man, wie groß der ist. Und einmal zumachen bitte. Mal gucken, ob wir den. Das geht mit der
Kofferraumablage da nicht, dann haben wir im der arme Philipp. Den Kopf da oben genau. Gestoßen. So, das ist nämlich... Hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das vorher gewusst. Siehste. Da ist der Philipp drin. Also großer Kofferraum, richtig? Ja. Und das ist jetzt noch mit dem alltagstauglichen Boden. Wir hätten es dem Philipp natürlich etwas gemütlicher machen können und tiefer machen können, ne? Genau. Wäre natürlich jetzt für mich besser gewesen. Mach mal, ja. Philipp. Hätten wir gesagt, getan. Vorher runtergemacht. Ja. Ja. So, denn das ist der variable Boden. Der Vorteil ist, wenn er oben ist, habe ich A, einen zusätzlichen Stauraum, der abgedeckt ist, und B, ich habe einen geraden. Vor allen Dingen habe ich keine Ladekante. Und das ist halt gerade bei Einkäufen beispielsweise, ich sage mal, Getränkekisten, das ist so das Philipp, praktische Beispiel. Ist das so schön, Angestellte ja, zu haben, ja. Mitarbeiter. Ja. Philipp, geh mal in den Koffer. Aber jetzt hätten wir die Huda-Ladekante drin lassen. Und jetzt könnte ich hier sogar mal Nacht drin schlafen. Ne? Das Schöne ist, wenn du mal kurz rauskommst, Philipp, und die Ablage hinten noch mal gerade machst, also hoch, und das Schöne ist, man kann... Den Chef auch reinsetzen. Nee, es kommt jetzt noch viel besser. Wenn ihr mal auf beiden Seiten, man kann hier einfach ziehen, ja, und dann gehen die Sitze nach vorne. Ja. So, und jetzt habe ich eine komplett gerade Ebene, kann jetzt hier, da gibt es so extra Kits im Internet, das habe ich gesehen, damit kann ich die Kante ausgleichen, das kennst du noch gar nicht. Ja, doch, kenne ich. Knall da eine Matratze rein, mach vorher schlafen. Die Sitze ganz nach vorne, jetzt dürft ihr mal beide rein, bitte. Wir legen uns beide rein. Beide rein. Hier geht die Sitzkante jetzt nicht ganz gerade, weil das ist die Sportsitzvariante. Wir haben selbst auf der Front Sportsitze drin. Bei dem Excellos würde die ganz flach gehen. Hier bei dem holen wir diese Kantenschutz, die du da gesagt hast, und dann könnte man ganz glatt gehen. Genau, das ist nämlich der FR. Die gehen jetzt beide mal rein und siehe da. Also ist wirklich viel Platz. Ich könnte also locker jetzt mal zum IKEA, zum Möbel Martin fahren und da ordentlich einladen. Genau. Ja, cool. Ihr bleibt mal gerade, ich zeige mal gerade den Preis. Das Auto, in dem wir gerade sitzen, das ist der Schalter für 2,79, genau, richtig? Das ist genau das Fahrzeug, das ich hier in der Hand halte von der Rate her. Sehr schön, ja. Ihr dürft wieder rauskommen. So, wenn du noch mal kurz umklappst, Marc, denn ich möchte einmal kurz die Sitze zeigen. Philipp, du bist, wie groß bist du, Philipp? Ich bin 1,78. 1,78, du bist jetzt mal das Kind. Das ist normalerweise der Marc. Und der Marc, der geht mal bitte nach vorne. Der Marc ist jetzt die Mami. Und der Philipp zeigt mal ganz kurz, ist das ordentlich für dich? Also, jetzt kann ja der Marc gleich mal den Sitz einstellen, so wie er bequem sitzen würde. Der Marc ist ungefähr genauso groß wie du. Und jetzt sieht man hier schon, wie viel Platz ich hier habe. Also, es sind ja von meinen Knien zum Sitz habe ich schon noch mal mehr wie 10 cm. Also, es ist eine sehr, sehr bequeme Reise. Oben? Ja, oben auch. Ja, also, ich habe mal die Hand über dir. Da ist genug Platz. Da ist genug Platz. Also jetzt mal Durchschnittsgröße 1,85 oder 1,90. Auch hier könnte ich noch bequem reisen. Das ist halt eines der großen Vorteile dieses Autos. Philipp, das Kind. Und jetzt gehen wir mal zur Mama. Das ist der Marc. Ja, du hast den Sitz aber jetzt sehr, sehr komfortabel eingestellt. Ja, der ist mehr als komfortabel eingestellt. Also so richtig vorne mitbremse, wenn ich Angst hätte als Mutti, könnte ich jetzt nicht. Da müsste ich sogar noch ein bisschen vorschieben und dann hätte der Philipp natürlich hinten noch etwas mehr Platz. Die moderne Frau von heute fährt übrigens auch schnell und der Mann muss dann... Dann bremst der Mann automatisch mit, wenn die Frau dann fährt. So, zeig mal kurz den Preis, Angebot. Also, wir reden über den 2020er, aktuelles Modell. Nagelneu, niegelnagelneu, keine Lagerware, nix. Die kommen jetzt hier auf den Hof, kommen demnächst. Ein paar Stück haben wir schon. Inklusive 19%, das wird eher noch billiger, weil jetzt im Moment 16% sind, ab morgen. Wir haben keine Anzahlung, keine Restzahlung, ab heute. Ab heute schon. Ist es heute der Erste? Heute ist der Erste schon. Ja. Ab heute gelten schon 16%. Jetzt mal eine Frage, es gibt keinen 31. Juni. Nein, das habe ich heute in einem anderen Video die ganze Zeit moderiert. Nein, das gibt's nicht. Hat es auch noch, seitdem ich auf der Welt bin, noch nicht gegeben. Die ganze Zeit 31. Kein Juni. Brücketag. Das habe ich, glaube ich, auch gerade eben gesagt. Das liegt an meiner Uhr. Ja, okay. Wenn du mal so lieb bist, mal aussteigst und du gehst mal bitte auf den Fahrersitz, Marc. Gerne. Und ja, Philipp, du bist mal erlöst. Du darfst auch mal, beziehungsweise du bleibst einfach mal da. Du kannst vielleicht noch was erzählen. Ja, gerne. Sitze sind aus Alcantara. Alcantara. Genau. Marc, wenn du mal kurz draußen bleibst, ganz kurz. Ja, natürlich. Ich beschreibe mal gerade die Sitze. Alcantara ist ein Stoff, den kriegst du nicht kaputt, den kannst du reinigen, da kann eine Milch drüber, na, vielleicht nicht gerade Milch, aber... Das jetzt nicht ganz, aber Alcantara ist ein sehr widerstandsfähiger Stoff, deswegen ist er gerade bei Familien mit Kindern auch sehr beliebt. Auch diese Sitze, das ist ja eine Alcantara-Stoff-Leder-Kombination, ist beim FR serienmäßig drin. Muss ich also nicht bestellen, ist immer schon dabei. Auch mit diesen Backen. Bei dem Preis mit dabei. Ja. Bei dem Preis ist das mit dabei. Genauso wie er jetzt hier innen ist. Okay, aber hier das Lenkrad ist nicht dabei. Doch. Auch das Lederlenkrad. Auch das Lederlenkrad. Weil wir sind ja hier in der Sportvariante. Das heißt, ich habe auch ein Sportlenkrad, das unten abgeflacht ist. Minimal kleiner. Für halt mehr Sportlichkeit.
Ja? Mhm. Darum geht's. Gut, das Soundsystem, das ist extra. Ein Soundsystem gäbe es natürlich auch, das wäre aber in dem Fall Sonderausstattung. Na naja, gut, aber das Ding ist schon... Aber ich habe serienmäßig ein 8 Zoll Mediasystem drin. Man sitzt hier, iPad ähnlich, sehr hochwertig, sehr empfindlich. Also was jetzt die Navigation und alles angeht, also ich meine, das ist alles schon drin. Ist DAB Plus drin? DAB Plus ist jetzt auch drin. Genau. Ist ja Pflicht ab Jahresende. Ich glaube, viele bauen das schon ein. Hier vorne habe ich ein Multifunktionslenkrad. Multifunktionslenkrad, genau. Ich kann dort darüber halt dann telefonieren. Ich kann meine Musik steuern, Radio. Ich kann mein Mediasystem bedienen. Also ich kann jetzt durch Druck aufs Lenkrad meiner Navigation sagen, wo sie hinfahren soll. Also alles das Sachen, um möglichst sicher halt dann auch wirklich zu fahren. Ne? Ich muss noch mal fragen, das hier ist von der Größe von Innenraum Golfklasse, richtig? Ungefähr, von der Länge? Das ist der Tiguan. Tiguan. Mhm. Ist Tiguan also, auch von der Länge ungefähr Golf? Ja. Ungefähr? Ja, okay. Golf dementsprechend dann aber als SUV. Was haben wir noch hier Tolles mit dabei? Wir haben natürlich die DNA-Verstellung vom Fahrzeug, die sieht man hier. Wir haben hier einen Eco-Modus. Wir haben einen normalen Straßenmodus, wir haben einen Sportmodus und haben einen Individualmodus, in dem man sich das Auto selbst konfigurieren kann. Dementsprechend ist die Leistung und natürlich auch die Farben im Interieur alles frei wählbar und einstellbar. Philipps, 150 Pferde, langt das? 150 Pferde reicht. Aber ich sag mal so, ob reicht oder nicht, ist ja immer so eine Ansichtssache. Deswegen vorbeikommen, Probe fahren und selbst ausprobieren. Das ist es halt. Ne? Also wir haben viele Kunden, Sven, die kommen und sagen, 150, 190 ist ja die Steigerung dann, was wir haben. Und die kommen und von der Probe fahren und sagen, war das wirklich der 150 nur? Ist das nicht schon der 190? Die sind also von dem 150 so begeistert, dass das der meistverkaufte Motor ist. Ist es auch so, dass die Motoren von heute, die 150 haben, sind vergleichbar mit 170, 180, das habe ich schon gemerkt, also vom Gefühl her. Ja, du wolltest noch was sagen? Interieur wollte ich noch darauf hinweisen, auch ein Highlight in dieser Klasse. Wir haben seit Jahren darum gekämpft, um dieses Interieur zu bekommen, weil auch das, vorher war das dann hellgrau und jetzt sehen wir hier ein komplett schwarzes Interieur, was das Auto noch einmal hochwertiger und edler macht. So, Klimaautomat, ich habe USB-Schnittstellen überall, auch hinten. Ich habe eine elektrische Parkbremse. Ich habe eine elektrische Parkbremse, ich habe Sitzheizung, ich habe einen Lichtsensor, ich habe einen Regensensor. Für die, die es wollen, ich habe, wenn man mal das Handschuhfach aufmacht, auch noch einen CD-Player im Auto. Gerade was ja Familien angeht, die CDs für die Kinder, was man ja heutzutage noch oft hat, auch das ist natürlich... Bibi Blocksberg. Zum Beispiel, ja. Automatisch abblendbare Innenspiegel. Also ich komme gar nicht über den CD-Player weg, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ist aber auch ein SD-Karten-Slot. Also ja, wenn ich wir haben zwei SD-Karten-Slots drin. Also es gibt ja auch noch Navi-CDs, die man eins machen kann. Und dann hat man trotzdem noch den zweiten Slot für Musik. So, Kinder. Also 279 Seat Ateca FR, 2020er Modell. 279 inklusive Mehrwertsteuer, 19%. Im Moment 16%, wird noch ein bisschen billiger. Keine Restzahlung, aber 990 Euro Überführung. Ja. Das geht auch nicht anders. Die ist aber erst fällig, wenn das Auto geliefert wird. Also bei Abholung ist die fällig. Die kann man natürlich sparend richten oder überweisen. Und es geht natürlich auch anders. Man kann das natürlich auch ins Leasing einrechnen. Also wenn der Kunde dann die 990 Euro nicht hätte, dann können wir das auch finanzieren bzw. leasen. Könnte aber auch der Gebrauchtwagen sein. Gebrauchtwagen, es gibt auch viele Möglichkeiten, klar. Ihr seid Weltpartner von Volkswagen, das heißt also, ihr habt unglaublich viele Gebrauchtwagen, nicht nur von Seat. Ihr seid auch immer interessiert an anderen Fahrzeugen im Ankauf, oder? Ja, genau. Wir sind also Weltautopartner, das ist die Gebrauchtwagenmarke des Volkswagen-Konzerns. Und hier sind wir natürlich erpicht, wirklich jeden Gebrauchte zurückzunehmen. Und das ist egal, welcher Herkunft, quasi welche Marke das ist. Wir kaufen im Prinzip alles an. So, wir gehen mal raus, mal Abmoderation. Ja, das Beste ist, ihr kommt mal vorbei. Jetzt habt ihr immer mehr Kunden, die von weiter weg kommen, das Angebot sehen. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist die Verfügbarkeit. Ihr habt die Fahrzeuge relativ früh abgerufen, denn im Moment nach Corona, viele wollen sich jetzt ein Fahrzeug kaufen. Ihr kriegt wie viele Fahrzeuge im Moment? In den nächsten zwei Wochen 27 Stück. So, 27 Stück kommen. Alles Seat Ateca FR? Alles Seat Ateca FR. Mit Schalter, ohne Schalter? Mit Schalter und DSG. Schalter und DSG. Also 279 mit Schaltgetriebe, 289 mit DSG. Und ja, solange vor Ort reicht, am besten anrufen. Rufnummer? Rufnummer ist einmal die 06831 894140 oder die 06838
und dann die 86 4880. Dann ist man in Savellingen. Auch da würde man verbunden werden zum Vertrieb nach Saarlouis. Gar kein Thema. Er ist nämlich aus Savellingen. Ja, erstmal vielen Dank. Philipp, Nachname? Philipp Weller. Genau. Philipp Weller, das merke ich mir aber noch. Heute erstes Video mit uns. Vielleicht nicht das letzte, ja. Bestimmt nicht. Ich komme auch mal vorbei bei euch in Savellingen. Das zeige ich einfach mal. Ja, vielen, vielen Dank. Seat Cyrrull ZYRULL aus Saarlouis. Wenn Sie Lust haben, 279 € der Seat Attica. Tschüss.